Okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich bezweifle ganz, ganz stark, dass die Gutste diesen Granatwerfer so halten kann. Also zuerst hat sie einen kleinen Rückstoß, aber jetzt, danach, nach den weiteren Schüssen, hat sie einfach gar keinen Rückstoß mehr. Die bewegt die Waffe einfach gar nicht mehr. Die hält einfach so eine Hand. So ein übel schwerer Granatwerfer. Ach scheiße, ja, der schießt und hat wahrscheinlich richtig Druck dahinter. Normale Menschen müssten ihn mit zwei hinhalten. Und die kennt die einfach nicht. Die hält sie einfach mit einer Hand. Warum denn nicht, ja? Wer kennt's nicht? Erstmal ganz kurz den Granatwerfer mit einer Hand halten. Es wird natürlich jetzt relativ schlecht sein, die zu zeigen so richtig gegen Bots, weil leider finde ich keine Lobbys mehr. Okay, ich glaube, die ist einfach nur verbuggt. Die hat irgendwie gar keine, die hat auch keine Wurfanimation gehabt. Gerade hat die Fähigkeit auch nicht funktioniert. Kann das sein, dass die Gutste ein bisschen verbuggt ist irgendwie? Animation funktioniert, ich konnte gerade meinen Rechtsklick nicht auslösen. Und oben links sehe ich auch gerade schon, dass mein Bild fehlt. Das ist mir, das ist, okay, jetzt ist mir, das ist mir vorhin noch aufgefallen. Sag schon gar nichts mehr zu den Bots. Das ist mir tatsächlich vorhin schon aufgefallen. Jetzt hat es funktioniert. Ja, wissen, sehen die eigentlich wirklich 2D aus? Nee, nee, die sahen tatsächlich im Stream nur 2D aus. Tatsächlich sind sie 3D. Oder war das die hier? Die da war das. Die ist doch 2D, oder? Die sieht sowas von 2D aus, diese Bombe. Die sieht so hart 2D aus. Kannst mir nicht erzählen, dass sie nicht 2D ist. Okay. Ja, für die Leute, die jetzt den Stream nicht erfolgt haben und nicht wissen, was sie genau kann, also geht mir bitte weg. Also ja, die hat halt normal einen Granatwerfer, der irgendwie ab dem zweiten Schuss keine Animation mehr hat. Dann hat sie noch so ein Kuh, wo auch irgendwie Animation fehlt, dann schießt sie halt so, keine Ahnung, so ein, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, so ein Ding, was dreht und 2D-Bomben nach oben schießt und ja, die sehen echt 2D-mäßig aus, wenn die nicht sogar wirklich 2D sind. Da hat sie halt so einen Rechtsklick, dass er halt so ganz viele Bomben schießt und das Haufen Schaden macht. Und das F ist halt so ein Jump nach vorne. So. Ja, aber sind die jetzt wirklich 2D? Die ist so 2D, diese Bombe. Warte mal, ich will das mal ganz kurz gucken. Die sind doch 2D. Die sind so hart 2D, diese Bomben. Okay, interessant. Ja, das ist so das Grundlegende. Also jetzt nicht allzu spannendes. Und da gab es halt noch ein paar Ballin-Challenges, die man absolut verstehen kann. Zum Beispiel haben sie Janice getötet, was einfach angenehm auf jeden Fall ist. Und oben links sieht immer das Bild, das triggert mich total irgendwie. Wann kann man den spielen? Sobald der Battle Pass abläuft, kann man den spielen. Und ein Giftfrosch. Da fehlen immer noch die Animationen. Die ist, okay, ich glaube wirklich, dass sie noch verbuggt ist. Aber okay, es ist der PTS, auch wenn ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie 1:1 so in den normalen Server übernommen wird. Aber gut. Achso, und E hat halt so eine Rakete, mit der sie halt so fliegen kann. Ja, das wollte ich. Ja, jedenfalls kann sie so fliegen und wie Drogers halt gegen Leute jumpen. Und kann die Rakete theoretisch gesehen, wenn man möchte, auch in der Luft schon losschießen. Ja, komm halt die Kuschen. Charm macht die ganz gut auf jeden Fall. Wobei ich halt mich frage, warum die gute alte Betty La Bomba so kaputt ist. Weil die hat einfach keine Animation. Hier, warte mal, hier. Hier, die kommt einfach aus dem Bauch raus. Kann man das schon sexistisch eigentlich nennen oder sowas? Oder so. Oder irgendwas gegen ihr Gewicht aussagen, dass sie einfach, keine Ahnung, so ein Roulette ausspucken kann, weil die anscheinend nicht wirft. Die Frage ist sowieso, wo man das verstecken sollte. Der hat keine Taschen oder sowas. Naja. Ein Tester wurde wo. Das ist der PTS, ja. Das ist der Public Test Server, auf dem ich gerade spiele. Deswegen meine ich auch, dass keine Spieler da sind, die gerade da sind. Also ich glaube, 38 Spieler sind gerade da. Die waren wahrscheinlich irgendwas anderes, waren Lobby chillen oder so. Jedenfalls habe ich keine Lobby gefunden. Dementsprechend dachte ich mir, ich probiere einfach mal das Ganze so ein bisschen gegen Bots aus. Damit man zumindest so ein bisschen die Fähigkeiten sehen kann, was die kann. Und ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass sie gut Damage drückt. Auch wenn mich die 2D-Bomben extrem stören, die fehlen Animationen. Aber wie gesagt, ja gut, an den Bomben wird sich wahrscheinlich nichts mehr ändern, aber ich hoffe, dass die Animationsbugs fickt. Oder aber zu Vora besser passen. Ich weiß nicht, irgendwie, als sie diesen Skin gezeigt haben, habe ich halt so hart an Vatu gedacht. Dieser Skin sah mit der Haltung und so weiter so hart nach Vatu aus, irgendwie. Vatu und weiblich. Ich hätte es mir vorstellen können, dass sie Vatu und weiblich rausbringt. Aber ich sag mal so, wäre das Vatu-Skin gewesen, hätte ich mir den Pass sogar gekauft, weil ich ihn wirklich nice finde, diesen Skin. Warte mal, ich will das nochmal zeigen, wie ich die Rakete so losschießen kann. Ja, das hat es gerade ganz gut gesehen. Da kann ich halt nur so schießen. Wollen wir, wie viele neue Skins wird es geben? Also im Battle Pass gibt es 2 und 2 Recolors. Dann gibt es noch 2 Skins für Prime. Hör auf, Bots. Hör auf, so einen Assi-Move zu machen. Geh weg. Dankeschön. Kacke. Ja, 2 für Prime. 1 für eine Kiste wird es noch geben. 7 Skin und ich glaube noch was für einen Season Pass. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Ja, ich glaube hier, also ich glaube.
die Waffen, diese Waffenskin noch, so ein Skin gibt's, glaube ich, noch für den Dings. Für den Season Pass. Und ja, das war's. Wobei ich die Ulti auch nicht. Ich weiß, ich muss ehrlich sagen, dass ich. Kann zwar Damage machen und die ist. Aber. Ich finde aber, ihr Kit ist halt so. Weiß nicht, wie soll ich sagen, ist halt maximal langweilig. Ich will nochmal genau wissen, was macht man da genau der Rechtsklick jetzt? Feuert eine Granate ab, die basierend auf der Anzahl der getroffenen Gegner bis zu 6 zusätzliche Explosionen erzeugt. Ja. Das ist halt so. Ja, es ist halt, ja, okay, jetzt hat es ein Roulette, schießt ganz viele 2D-Bomben nach oben, hat einen Sprung nach vorne und kann jetzt ganz viele Gegner mit einem Rechtsklick treffen, hat eine Rakete, auf die es rumfliegen kann, ist so, ja, ist es nett, aber jetzt nicht unbedingt so ein Champion, wo ich sage, boah, geil, der hat gefehlt. Außerdem muss ich ehrlich sagen, dass die überhaupt nicht reinpasst, die glüht einfach förmlich von der Farbe her. Das ist mir jetzt ganz schön aufgefallen, die glüht ganz schön, die ist irgendwie fehl am Platz. Aber gut, das ist meistens so das Gefühl, dass neue Champions nicht ins Game passt. Außer bei Vato, da hatte ich das Gefühl tatsächlich nicht. Der hat eigentlich ziemlich gut reingefasst. Ich hacke sie denn diese Waffe aus. Was ich mich viel eher bei der Waffe frage, ich kann das jetzt ganz, ganz schlecht zeigen, da oben. Hier, das Visier oder was auch immer sein soll. Ich frage mich, was das ist. Guckt mal da durch, weil ich bezweifle irgendwie, dass man da durchgucken kann. Das geht nicht. Außer man kann die Stopfen irgendwie rausziehen. Aber ich stotze halt einfach wirklich, dass hier einfach der Rückstoß wegfällt. Ich wollte gerade sagen, habe ich es gerade mit der Ulti zum Abstürzen gebracht, aber nein, tatsächlich nicht. Oh, wie Wunder. Ich will mir noch mal ganz kurz die Talente von der Gutsten durchgucken. Die habe ich mir noch gar nicht angeschaut. So, warte mal ganz kurz. Talente. Explosionsschaden setzt Gegner 1,5 Sekunden lang in Brand. Sie allein dabei alle 0,1 Sekunden Schaden in Höhe von 0,3% ihrer maximalen LP. Zusätzliche Treffer erneuern diesen Effekt. Den Effekt, okay. Reduziert die Reichweite von Bomben, Hagel um 50%, konzentriert die Explosion in einem kleinen Gebiet und reduziert die Ablenkzeit um 2 Sekunden. Okay, ja. Das hört sich aber ganz nett an vom Damage her. Reduziert die Ablenkzeit von explosive Persönlichkeit um 6 Sekunden, reduziert aber zugleich dein Lauftempo um 15% und die Effektivität deiner Sprünge. Jetzt ist die Frage, bei einem Sprung ist das jetzt gemeint durchgängig, weil... Durchgängigen Malus von 15% Lauftempo? Warte mal. Das muss ich jetzt ausprobieren. Meine ich jetzt wirklich einen Malus von 15% immer so Schießstand? So, warte mal. Jetzt erstmal ganz normal. Das ist die normale Geschwindigkeit. So, Deck wechseln. Ich möchte mir das jetzt so. Das fühlt sich jetzt nicht langsamer an. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die das meinen. Ich bezweifle auch, dass das hier gewollt ist. Kann nicht mehr nachladen. Rückgrat R. Ich hab's kaputt gemacht. Ich kann nicht nachladen. Es geht nicht. Oh, ja, scheiße, hier laufen. Ey, ich bin einfach grandios im Bugs finden. Ich kann nicht mal nachladen. Warum muss ich erst schießen? Aha! Okay, ich habe die gerade einfach in Animation stuck gehabt und konnte dann nicht mehr nachladen. Okay. Und dann will ich auch noch gucken, was das für eine Range hat mit der Ulti. Muss ich jetzt mit dem Rechts... Meint ihr jetzt, dass ich nach der Explosion... Also jetzt treffe, wenn ich durchschieße? Oder mit der meint, dass ich insgesamt treffe? Warte mal. So. Ah, okay, warte mal. What the fuck? Was ist das denn an dem? Warte mal. Also, warte mal. Wenn ich jetzt 3 Leute treffe, zündet er 3 weitere Bomben. Ach so, ja, okay. Okay, überhaupt nicht OP. Okay, also warte mal. Das heißt quasi, du könntest da fast einen One-Hitten mit. Wenn die so fallen, hast du Victor fast getötet. Das heißt quasi, wenn 4 Leute auf dem Punkt stehen worden, sind die tot. Die hat eine ordentliche Range auf jeden Fall. Aber warte mal, ich will nochmal anmerken, wie scheiße diese... Was ist denn das? Ist das eine wirklich... Was ist das für eine Rakete? Das sieht aus... Das sieht doch nicht aus wie eine Rakete. Hier. Das sah überhaupt nicht aus wie so eine Rakete. Was ist das? Was soll denn das sein? Das sieht aus wie so eine überdimensionale Munition. Das war's.
Habe ich das probiert? Ich verstehe nur nicht, was die meinen mit 15% Malus. Oder war das der Balken, der da abgelaufen ist, dass ich derzeit 15% langsam bin? Das hat man auch nichts gemerkt. Ich möchte nur noch mal unsagbar sagen, dass dieser Skin unsagbar hässlich aussieht.